So, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Mal wieder ein neuer Part von Flower. Oh. Ich habe ein bisschen zu spät auf Aufnahme gedrückt. Man hat halt jetzt nur nicht die Blume vom Anfang gesehen. Aber das ist ja nicht allzu schlimm, hoffe ich mal. Okay, Freunde. Es wird gruselig, wollte ich schon gerade sagen. Es wird düster. Wir sehen hier. Ja, die Atmosphäre ist sehr dunkel. Und überhaupt ganz furchtbar. Und dieses Metall können wir irgendwie so, ja, auch so aufglänzen, sage ich mal. Und hier muss man halt wirklich jetzt aufpassen, denn man darf die Teile nicht berühren. Also jetzt kommt so in dem Spiel der Geschicklichkeitspart, sage ich mal. Ich glaube, jetzt darf ich es aber berühren und ich kann mich irgendwie gerade nicht drehen. Okay, doch jetzt. Hey, wo geht's denn? Ah, hier. Okay, also die Stimmung ist wirklich wow. Unten. Am Boden der Tatsachen. Um genau zu sein. Boah. Genau das meine ich halt. Ich habe gerade überhaupt nicht wirklich gesehen, wo mein Blütenblatt denn jetzt wirklich ist. Das ist so ein bisschen tricky, nämlich dann hier. Damit kann ich die Trophy schon mal abhaken. Die Trophy, die mir nämlich fehlt, ist in dem Kapitel keinen einzigen Schaden zu nehmen. Vom Anfang ist das einfach her, aber zum Schluss wird es halt richtig krass, weil so alles zusammenfällt. Und da muss man da ganz schnell durch. Und ich werde immer erwischt. Okay. Auch wirklich so eine richtig coole Musik. Und ich finde gerade den Anschluss nicht so ganz. Auf jeden Fall müssen wir hier hin, das weiß ich. Ist hier oben was? Nee. Ah, okay, hier sehe ich jetzt wieder Blumen. Genau, hier kommen wir nämlich nicht weiter. Deswegen müssen wir erstmal hier hinten hin. Um diesen Mast hier. Ja, was heißt Mast halt? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Unschädlich zu machen. So, das leitet das weiter. Und siehe da. Jetzt können wir nämlich da durch. Und deswegen werden wir das jetzt auch sofort tun. Und wir kommen in eine noch düstere Gegend. Und hier ist wirklich richtig schwer, die ganzen Blumen hier zu kriegen. Das werde ich auch jetzt nicht machen, weil das ist so zeitraubend. Deswegen machen wir nur die Hauptsache. Denn hier hinten wird uns wieder der Weg versperrt. Oh, und es ist so düster. Das hat mich halt am Anfang so irgendwie so geflasht. Am Anfang hat man noch so voll die schöne Welt, so alles gehabt. Alles voll cool.
Und dann auf einmal alles so total duster. Und das ist ja fast wie. Fast die Einleitung bei Heavy Rain. Da geht das ja genauso los. Ohne jetzt großartig zu spoilern. So, damit haben wir das erste Rohr schon mal hingekriegt wieder. Und wenn ihr es jetzt genau hingeguckt habt, habt ihr gesehen, dass da noch mehrere waren, beziehungsweise noch zwei. Mal hier ein bisschen boosten. Da ist hier auch schon das nächste. Wie vorsichtig. Und dann wäre das nächste aber auch geklärt. Und eins haben wir noch vor uns, das werden wir uns natürlich jetzt sofort holen. Ganz geschickt hier durchgewoschelt. Und in dem Level hat man auch irgendwie so eine komische Anspannung. Also das Spiel, das weiß schon irgendwie, was es mit den Leuten, die es spielt, macht. Und wie es das zu tun hat. So, das war der letzte. Ha! Wir kämpfen unseren Weg hier durch. Denn wir lassen uns unsere Welt nicht zerstören. Boah, das Gewitter, finde ich, sieht auch richtig gut aus. Diese bedrückenden Levels jetzt, oh Gott. Nicht mehr so schön, nicht wahr? Kaum Blumen irgendwie hier. Ich meine, gut, wo soll auch hier was wachsen? Jetzt kommt eine Art Labyrinth. So, am besten nicht berühren. Wow, 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 wow. Und das ist das, wovon ich eben geredet habe. Dass das zum Schluss halt wirklich schwer wird, weil hier gleich alles einstürzt. Und da ist es dann halt wirklich echt tricky, durchzukommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, aber es sieht eigentlich gut aus. Kann ich jetzt... Oh, ich glaube, da hätte ich links gemusst. Oder? Bin ich richtig? Leute, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Aber doch, ich glaube... Ja, genau. Na, hier ist das jetzt nämlich. Da habe ich ja richtig, oh, kaum noch Blütenblätter. Das war jetzt wirklich echt knapp. Und jetzt kommt nämlich das tragische Ende, könnte man fast meinen. Hier ist das Ziel und wir schaffen es nicht mehr hin. Und das war's von diesem bedrückenden, grauenvollen Level, ja. Und wie das Spiel trotzdem noch weitergeht, Freunde, das erfahren wir wohl nie. Oder im nächsten Part. Ihr werdet es sehen, Freunde, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also bis dann, Leute. Tschüssen.